So, hallo und herzlich willkommen bei der letzten FCW-Ausgabe vor Elimination Chamber. Und was diesen Pay-Per-View angeht, erzähle ich euch gleich bei den Entrances mehr. Aber bevor wir zu den Entrances kommen, erstmal natürlich die Match-Simulation. Big E Langston gegen Kurt Hennig, The Perfect. Mr. Perfect. Big E Langston gewinnt. Kane und Undertaker. The Brothers of Destruction gegen APA. Undertaker haben letzte Woche auch ein bisschen was gesehen, aber APA kann hier gewinnen. Das Hauptherausforderer-Match wahrscheinlich um die YouTube Championship oder für die YouTube Championship. Und wer macht das Ding? Fandango! Hey, nicht schlecht! Razor Ramon gegen Shawn Michaels, ja, dieses Match haben wir auch schon mal gesehen. Wir erinnern uns dort an das Ladder-Match. Razor Ramon macht das Ding. Der General Manager erneut in einem Match, und zwar dieses Mal gegen Rey Mysterio. Und die Divas Championship braucht einen neuen Hauptherausforderer, und das ist Layla. Tja, und hier kommen wir zu unserem heutigen Match dieser FCW-Ausgabe, was wir uns angucken werden, und zwar Ryback gegen John Cena. Wie ist das zustande gekommen? Erstmal an der Seite von John Cena, Ryback ist Franz, und an der Seite von John Cena ist Jeff Hardy. Ich erkläre euch kurz, was passiert ist in der letzten Ausgabe. In der letzten FCW-Ausgabe gab es ein Tag Team Match. Franz und Goldberg zusammen gegen Undertaker und Jeff Hardy. Sah ganz gut aus für Undertaker und Jeff Hardy, bis dann auf einmal die Musik von Ryback ertönte. Jeff Hardy war in dem Moment der legale Mann im Ring mit Franz zusammen, und komischerweise wurde Jeff Hardy dann abgelenkt von Ryback mit durch seine Musik und was nicht alles und durch seinen Schein auf deiner Rampe. Franz hatte dann den Rücken von Jeff Hardy vor sich, hat ihn eingerollt mit dem Japanese Rolling Clutch, wie auch immer, mit dem Roll-Up-Pin, wie auch immer. Der Schiri zählt 1, 2, 3, der Undertaker war zu spät da, und Franz und Goldberg konnten erneut ein Match für sich entscheiden. Nach dem Match kam dann Cena, der nicht so erfreut war über das Ablenkungsmanöver von Goldberg, attackierte diesen dann. Und als Taker und Jeff Hardy das gesehen haben, haben sie sich gedacht, ja, machen wir das doch auch mal. Und haben dann ein bisschen aufgemischt im Ring und haben dann Franz und Goldberg verprügelt. Und am Ende stand dann das Trio von Taker, Jeff Hardy und Cena sehr feiernd im Ring. Und so ist dieses Match zustande gekommen, denn anscheinend will Cena oder Ryback, wie auch immer, jeweils richtig stellen, und so haben wir dieses Match. Und wenn man von einem Match schon spricht, und ich wollte was über das Elimination Chamber Match sagen, beziehungsweise über den Elimination Chamber Pay-Per-View, denn bis jetzt ist ja noch gar kein Match der Hauptstory angekündigt worden, und Dusty Rhodes hat jetzt ein Match verkündet aufgrund dieser eben beschriebenen Situation. Es wird ein Elimination Chamber Match geben, und zwar ein Tornado Tag Match, das heißt 3 gegen 3. Moment. Ryback streckt hier seine Hand aus, will er hier etwa einen Handshake von Cena fordern? Nein! Kickt ihn erstmal in die Magenkuhle, und jetzt geht das Match hier los. Sitzt nochmal kurz zum Elimination Chamber Pay-Per-View. Wie gesagt, es wird ein 3-on-3 Elimination Chamber Match geben. Das heißt, Team 1, keine Ahnung, Franz, Goldberg und Ryback jetzt gegen Cena, Taker und Jeff Hardy. Im Elimination Chamber. Wie krass ist das denn, bitte schön? Ich würde mal sagen, das hat Dusty Rhodes nicht schlecht gemacht, als er dieses Match sich ausgedacht hat. Und dieses Match werden wir dann in der übernächsten Ausgabe hier bei Let's Play WWE 2K14 Universe Mode sehen. Das Matchprinzip ist eigentlich nicht schwer. Am Anfang starten zwei Kontrahenten im Ring. Wahrscheinlich denn aus den verschiedenen Teams. Und nach kommen dann immer wieder welche aus ihren Kapseln, aus ihren Kabinen. Und wer am Ende übrig bleibt, oder derjenige, der am Ende übrig bleibt, holt den Sieg für sein Team. Tja, mal sehen, ob das die ganzen Angelegenheiten von Dusty Rhodes und Franz irgendwie regeln wird. Und ob das irgendwie beitragen wird zu Franz Plänen, sich die FCW wieder zurückzuholen. Aber ich würde mal sagen, steigen wir in dieses Match ein, beziehungsweise wir sollten mal anfangen, dieses Match zu kommentieren, oder ich, wie auch immer. Franz hier schon wieder am Apron, der fungiert in diesem Match nur als Manager. Nicht vergessen, er ist hier kein Tag-Partner, genauso wie Jeff Hardy, der ist ebenfalls in diesem Fall nur Manager und managt hier John Cena. Undertaker
in diesem Fall nicht dabei, da er, wie wir vorhin gesehen haben, ein Match schon am Abend hatte. Und zwar mit Kane an der Seite, was er, glaube ich, verloren hatte, ne? Gegen APA, wenn ich mich recht entsinne. So. Und hier Ryback verspottet hier John Cena schon sehr früh im Match hier. Hier. Aber ich muss hier einen Suplex einstecken und der sitzt auch. Oh, oh. Ja, der Ryback. Der sollte sich etwas mehr auf seine Gegner konzentrieren. Das hat man schon so öfters erlebt. Geht jetzt aber erstmal raus. Was macht er hier? Moment. Belly to Belly Suplex auf die Ringtreppe. Unglaublich. Oh. Also da wäre ich nicht gerne an der Stelle von John Cena gewesen. Das sage ich euch. Aber die beiden müssen aufpassen, dass sie nicht ausgezählt werden. Der Schiri ist schon beim 3-Count. Aber jetzt geht's wieder zurück in den Ring. Oh, was war das denn bitte schön für ein Belly-to-Belly-Suplex auf die Ringtreppe. Unglaublich. Na, habe ich gewundert, dass keiner von den beiden Manager eingegriffen hat, als sie draußen waren. Mal sehen, ob wir sowas vielleicht nochmal sehen. Aber jetzt erstmal der Elbow auf den Nacken von Cena. Double Excel hinterher oder was das war, weiß ich nicht. Und Snapman jetzt. Ryback jetzt am Boden. Und er kriegt die dritte ab von Cena. Aber jetzt steht er wieder auf. Da wollte er den Ellbogen-Chop zeigen. Wird aber einfach gekontert von Cena. Und jetzt wieder zurückgekontert. Belly-to-Belly-Suplex. Erneut eine andere Variation. Das Cover. Ja. Cover sollte man eine Menge zeigen. Im Match so nimmt man die Luft des Gegners raus. Und wenn man nicht atmen kann, dann kann man auch keinen ordentlichen Move zeigen. Ist ja klar. Und was zeigt Ryback jetzt hier? Der whippt jetzt Cena in die Ringecke und zeigt hier ein paar Shoulder-Tackle, nimmt Anlauf und er gibt den Tritt, aber Cena kann ausweichen. Sehr interessant. Ryback jetzt wieder in den Seilen. Wird aber aufgefangen oder abgefangen mit dem Hip. Das hat Cena hier sehr schön gemacht. Oh, die Meat-Hook-Clothesline. Wie aus dem Nichts zeigte die jetzt hier. Und Ryback sagt jetzt hier, Finish it. Der Ansatz zum, mir fällt der Name gerade nicht ein. Shellshock, genau. Das sieht sehr gut aus. Kann Cena nochmal rauskommen? Nein, er kriegt hier den Shellshock ab. Und das ist vorbei. Das ist vorbei für Cena. Aber Jeff Hardy am Apron. Jeff Hardy am Apron und Cena kann rauskommen. Und das wäre schon der Sieg gewesen wahrscheinlich. Kann das jemand mal nachzählen, wie lange jetzt Cena im Cover gewesen ist? Ohne Jeff Hardy wäre John Cena hier eventuell verloren gewesen. Und Ryback zeigt seinen Frust und zeigt hier ein paar Aktionen an. Jeff Hardy, aber der darf sich nicht wehren. Zeigt jetzt aber trotzdem den Hip-Toss. Da ist der Schiri aber sehr, sehr fair hier, wenn man so sagen will. Und ansetzt jetzt zum Attitude Adjustment und da kommt der außerhalb des Rings. Ryback jetzt mit einem abgekriegten Attitude Adjustment. Kriegt ihr den Attitude Adjustment in AA außerhalb des Rings ab. Stack up, bin hier, das kann der Sieg sein. Eins. Nein, nur bis eins. Franz am Apron hier. Und John Cena kann noch nachsetzen und entgegensetzen. Und ich glaube, Franz kommt hier nochmal mit einem blauen Auge davon. Der wird hier noch nicht vom Schiri rausgeworfen. Submission in der Zwischenzeit hier von Cena. Aber dort konnte sich ebenfalls Ryback befreien. Mal sehen, was hier Ryback und Cena noch machen. Aber wir sehen hier am rechten Bildschirmrand Jeff Hardy und Franz Wegner attackieren sich gegenseitig, so wie es aussieht. Aber das ist total egal. Die beiden sind nicht im Match aktiv involviert. Deswegen ist das kein Problem. Oh oh. Was macht Ryback jetzt hier? Der klopft sich an den Kopf. Das ist normalerweise kein gutes Zeichen. Aber wirklich kein gutes Zeichen. Denn so ein Ryback wütend machen, das will man nicht machen. Aber hier erstmal der Stretch, die Submission von Cena. Das kann vorbei sein. Komm, Cena. Kann Cena hier Ryback zur Aufgabe bringen? Kann Ryback da nochmal irgendwie rauskommen? Ja, er schafft es nochmal. Kickt Cena an den Kopf. Der schafft es nochmal irgendwie. Und jetzt ist es vorbei für Cena. Also das kann ich mir nicht anders erklären. Diese Aktionfolge, die kennen wir doch von Ryback. Die kennen wir wirklich von Ryback. Ryback jetzt in der Ringecke, will er vielleicht die Meat-Hook Clothesline zeigen? Nein! Hier kommt er von Cena erneut, der Stacker-Pin. Und Ryback kann erneut bei 1 rauskommen. Franz erneut am Apron, wird hier verwarnt vom Schiedsrichter, währenddessen die 5 Moves of Doom, wie es aussieht. Und Franz wird rausgeworfen. Der dritte Move auf Doom. Fehlt der vierte?
Der Five Knuckle Shuffle, aber den zeigt er nicht, sondern stattdessen gleich das Cover. Aber Ryback kann vor dem One Count noch rauskommen. Wie unglaublich war das denn? Attitude Adjustment Ansatz erneut. Und da folgt der Attitude Adjustment. Der Attitude Adjustment sitzt. Und das muss es sein jetzt. Also da kommt noch ein Ryback nicht mehr raus. Also das war's. Das war's. Cena macht das Ding hier, nachdem Franz, der Manager in diesem Match, von Goldberg rausgeschmissen worden ist. Und hier sehen wir noch ein paar Highlights, wie Goldberg etwas aggressiv auf Jeff Hardy war, ne? Und so will. Und jetzt sehen wir noch mal hier die nicht gelungene Mito Clothesline. Da direkt aufgefangen in den Stacker-Pin. Und der finale Attitude Adjustment von John Cena. Nicht schlecht gemacht. Konnte so einiges einstecken. Aus vielen auskicken. Aber letztendlich schafft Cena es, Ryback zu besiegen. Und auch Jeff Hardy gratuliert hier John Cena. Denn diese beiden zusammen mit Undertaker müssen bei Elimination Chamber, welcher, also der Pay-Per-View, der morgen anfängt, wo wir mit dem YouTube Championship und Women's Championship Match anfangen, zusammenarbeiten. Und zwar treffen sie auf, wie bereits erwähnt, Franz Goldberg und den heutigen Verlierer Ryback. Tja, wie wird das Ganze ausgehen? Was wird das für ein grandioses Match? Also ich freue mich schon richtig darauf und ich hoffe, ihr seid genauso hyped auf dieses Match. Übermorgen dann hier auf FranzTalk, auf youtube.com/derFranzTalk. Morgen dann, wie gesagt, geht es um die YouTube Championship und um die Women's Championship und alle übrigen simulierten Matches. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, euer FranzTalk. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.